Das werde ich dann entscheiden. Dann bin ich fast 64. Und Ja. wenn es mir dann noch Freude macht, aber ich denke, das ist auch eine gute Zeit. Ich habe schon viele Berufe gehabt und das ist wirklich auch mit der Höhepunkt. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück, Geschick und weniger Arbeit, weil die Leute einsichtig werden. Danke für den Besuch heute in der Landesschau Rheinland-Pfalz. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's schon von uns. Hier geht's weiter mit der Landesschau aktuell. Ein Thema unter anderem die Zitterpartie am Nürburgring in Sachen Formel 1. Sascha Becker gibt jetzt Gas für Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage tschüss, bis morgen. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben gerade ein technisches Problem, aber wir hoffen, die Sendung können wir einigermaßen beginnen. Unser Blick auf Rheinland-Pfalz mit diesen Themen. Zitterpartie am Nürburgring. Am Sonntag startet die Formel-1-Saison in Australien. Ob die Formel 1 auch in der Eifel fahren wird, immer fraglicher. Lehrerstreik im Land. 5000 Pädagogen, Polizisten und Angestellte des Landes demonstrieren in Mainz. Speyer einst und jetzt. Eine Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz lädt zu einer Zeitreise von der Vergangenheit in die Gegenwart ein. Und mehr Nachrichten aus Rheinland-Pfalz später von Christina Dietrich. Auch von mir einen schönen guten Abend. Verliert der Nürburgring die Formel 1 oder gibt es dieses Jahr doch ein Rennen in der Eifel? Vor dem ersten Rennen der Saison in Australien am kommenden Sonntag ist das immer noch nicht geklärt. Zumindest ist nichts offiziell verkündet. Heute hat die Bild-Zeitung berichtet, es gebe definitiv kein Rennen am Ring. In der Eifel hat man davon angeblich aber noch nichts gehört. Neues Kapitel also in der unendlichen Geschichte. Thorsten Procher berichtet. Die Formel 1 auf dem Nürburgring wie hier beim letzten Rennen 2013. Ob es dieses Jahr, wie eigentlich vorgesehen, eine Neuauflage gibt, scheint ungewisser denn je. Der Nürburgring ist für 2015 definitiv raus. Diese Nachricht der Bild-Zeitung sorgt heute für Gesprächsstoff. Ringbetreiber Capricorn ist überrascht. Ein Nürburgring-Grand Prix sei weiter durchaus möglich. Wir können diese Meldung aus der Boulevardzeitung zunächst nicht bestätigen. Herr Ecclestone hat uns keine offizielle Absage erteilt. Insofern ist das noch völlig offen, ob in Deutschland und wenn ja, am Nürburgring oder am Hockenheimring die Formel 1 ausgetragen wird. Hintergrund der Ungewissheit sind finanziell unterschiedliche Vorstellungen. Rund 15 Millionen Euro soll Ecclestone für das Gastspiel der Formel 1 in der Eifel fordern. Deutlich zu viel für den neuen Ringbetreiber, denn das Rennen brachte dem bisherigen Veranstalter in der Vergangenheit immer Millionenverluste. Früher war der Nürburgring in öffentlicher Hand. Das heißt, der Steuerzahler hat mehr oder weniger diese Subvention geleistet, um die Formel 1 am Nürburgring zu ermöglichen. Das ist jetzt durch den Verkauf des Nürburgrings vorbei. Ein privater Investor muss rechnen, muss betriebswirtschaftlich verantwortungsvoll handeln. Ob die Formel 1 im Sommer in der Eifel zu Gast ist, scheint aktuell völlig offen. In manchen Formel 1-Terminplänen ist der Nürburgring als Rennstrecke veröffentlicht, in anderen der Hockenheimring als Ersatzstrecke. Nur auf den Terminplänen der Fans stehen große Fragezeichen. Ein einziges Hin und Her also. Dazu jetzt noch Einschätzungen aus unserer Sportredaktion von Christian Döring.